Was geht ab, meine Seafighter, Ozer hier. Und willkommen zum Team Rating Video Nummer 29. Bevor wir damit anfangen, eine kleine Warnung, beziehungsweise damit einfach Bescheid wisst. Es wird mehr oder weniger so eine Kurzversion. Ich werde ein bisschen es im Freestyle machen. Ich will nicht sagen durchrushen. Ich werde natürlich mir Zeit nehmen, hat mir Zeit genommen, besser gesagt, um die Teams zu sammeln, etc. Um mir meine Gedanken zu machen. Aber ihr werdet schon merken, es wird ein bisschen schnell gehen. Warum? Ihr habt wahrscheinlich auch schon gemerkt, die letzten Wochen. Letzte eineinhalb Wochen, zwei Wochen habe ich die Mails nicht checken können. Tut mir sehr leid, ihr müsst euch da gedulden. Ich habe es euch irgendwie ein bisschen gesagt, glaube ich, in Streams und so flüchtig. Aber privat ist gerade sehr viel los. Nur damit ihr Bescheid wisst, nächste Woche jetzt quasi wird es dann, welcher mehr Zeit haben wieder. Aber das hättet ihr dann im Streamplan entnehmen können, dass dann wieder mehr Zeit habt, weil wir dann wieder mehr streamen werden. Wie gesagt, damit ihr da Bescheid wisst. Und all diejenigen, die sich fragen, wann kommt Part 2? Part 2 fängt morgen an. Ab 2 Uhr nachts kommen die News in das Spiel rein. Die ganze Celebration kommt dann abwechselnd in der Zeit. Morgen wissen wir mehr. Im Morgen-Video werdet ihr dann quasi alle Informationen bekommen von mir zu Part 2. Was aber jetzt schon wissen, zum Beispiel, morgen um 8.30 Uhr fängt das Extreme Sea Battle von Gohan an. Das werden wir dann auch streamen an der Stelle. Haltet da, wie gesagt, ab morgen ein Auge auf den Streamplan in der Beschreibung, aber auch im Morgen-Video bewertet ihr alle Informationen und Details bekommen zu Part 2. Anyway, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Team-Rating-Video für heute an, nämlich wir haben hier die Einsendung von BastiGT, Hashtag Team Ozer, vielen lieben Dank für die Einsendung an der Stelle, mein Freund. Und zwar haben wir hier an der Stelle ein Super-Intim, okay, Super-Intim, nice. Und zwar klassisch, Super-Intim, wir sehen schon, LVG ist dabei, natürlich, ihr könnt das trotzdem spielen, so ein Super-Intim, wenn ihr das mal betrachtet, was sind das für Charaktere, ist richtig sehr, sehr gut auf jeden Fall. Wir sind ja momentan in so einem Stellenwert, wo es halt wirklich sehr, sehr viele gute Units gibt. Schauen wir uns aber mal die Charaktere unserer Boys an, unser vom BastiGT. Und zwar hat er super gut als Leader, kennen wir Super Int Leader, beziehungsweise Int Leader, Super Int bekommt einen besseren Boost. Er hat sich hier richtig entschieden, hat die Super Int Charaktere mit reingenommen. Also dementsprechend haben wir schon mal 6 von 10 Punkten. Also Max Max Awaked, yes, 8 von 10 Punkten. Die Aufstellung an der Stelle funktioniert, gefällt mir. Das Team, das brettert auf jeden Fall durch. Gucken wir uns mal die Charakterliste an, ob wir da eventuell irgendwas ändern könnten. Um ehrlich zu sein, auf den ersten Blick eigentlich nicht. Ich würde das so lassen, du hast gerade aus seinen Charakteren das Richtige gemacht. Wir haben zwar einen Supporter mit Whis, aber es ist kein Muss in einem Super-Int-Team. In Realm of Gods Team könnte man auf jeden Fall als Supporter mit reinnehmen, aber hier in dem Team hast du schon aus seinen Charakteren auf jeden Fall alles richtig gemacht. Meiner Meinung nach 9 von 10 Punkte. Warum? Denn wir haben hier ganz klar Spitzencharaktere. Du kannst Gogeta mit L.A. Vegito in einer Rotation halten. Warum? Die beiden geben sich zwei Linkskills, die sie durch die anderen nicht bekommen. Zu einen, um genau zu sein, Experience Fighters zum einen. Und andere wäre Golden Warrior noch zusätzlich dazu, was die anderen noch hätten. So. Deswegen linken sich an der Stelle gut. Andere Rotation könntest du halten. L.A. Gohan mit Ultra Instinct Goku geben sich Prepared for Battle. L.A. Gohan so oder so bekommt durch seine Passware gut Key, also kommt auf seine Ultis. Nur würde L.A. Gohan kein Super Saiyan bekommen, würde aber bekommen, weil wir dann dementsprechend logischerweise Vegeta Blue als Rotationscharakter haben. Wenn er reinkommt in Rotation A oder B, gibt er die Linkskills, ist individuell stark, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und Trunks nimmt also einen eher Support-Typ ein durch seine Passive, da er die Orbs change. Und Trunks in einem Super-In-Team ist einfach, wenn wir es ehrlich sagen müssen, einfach nur da, um die Orbs zu L.A. Gohan vorzubereiten. Und das macht er quasi als Rotationscharakter an der Stelle sehr, sehr gut. Deswegen hier, ja, wie gesagt, 9 von 10 Punkten. Vielen Dank für die Einsendung. Wir machen weiter mit C9, Herzchen, was geht ab, Hashtag Team Ozeru. Und zwar haben wir hier ein Potara-Team. Potara-Team, okay, wir wissen, L.A. Vegito ist der Leader. Er gibt den Protara-Charakteren einen Boost, den besseren Boost, nämlich HP und Attack 170%, Verteidigung 130% oder in Charakteren Key plus 3 auf 490%. Wir haben hier nur Protara-Charaktere, ist gut, ist nice, bekommen alle den besseren Boost, also passt das an der Stelle. 6 von 10 Punkten für die Charakterwahl. Entsprechendes Leader-Skills. Dann haben wir hier alle Charaktere. Maxwell, Maxwell, ja, 8 von 10 Punkten schon mal. Das Team auf den ersten Blick solide funktioniert. Wir haben auf jeden Fall eine Rotation mit Fusion Zamasu und Rosé. Wir wollen Fusion Zamasu von den Heroes fernhalten, damit die Heroes nicht den Debuff bekommen. Halten wir auf jeden Fall so die Rotation. Die anderen auf immer ein L.A. Vegito kannst du auf jeden Fall halten. Und dann entscheidet sich, ob du jetzt ihn mit Super Vegito AGL hältst oder mit Vegito Blue. Deine Entscheidung geht auf jeden Fall alles. Nur wissen wir dann ganz klar, okay, Tech Vegito ist ein Support und ein Rotationscharakter hier an der Stelle. Wenn wir uns die Charakterliste aber mal ansehen, okay, perfekt, hast mir deine Portal-Charaktere gesendet, by the way, hier an euch. Ihr macht mir auf jeden Fall das Leben einfacher. Und ich würde euch bitten, wenn ihr quasi eure Charakterliste, die ihr mir einsendet, eurem Team entspricht. Heißt beispielsweise, wir haben ein Portal-Team, er hat mir seine Portal-Charaktere gesendet, perfekt. Also ich muss da nicht alle Charaktere von euch sehen, weil es zählen ja nur Protara oder Int-Charaktere. Also er hätte ja auch hier ruhig seine Int-Charaktere senden können. Immer bitte SSR und höher senden, keine SR-Charaktere, nur SSR und höher als Charakterliste bitte. Egal ob Privatnachricht, Team-Rating-Anfrage und genau noch so ein
Ja, passt einfach eure Rangliste in den Leaderskill an. Das macht es auf jeden Fall einfacher und übersichtlicher. Anyway, zurück zu dem Team. Und zwar haben wir ganz klar Vegito, LR Vegito Blue. In Gänsefüßchen, weil er noch nicht erweckt ist. Das Team würde ich so lassen, aber ganz klar, wenn du LR Vegito Blue vorhast, ihn zu erwecken, ihn auf 100% zu bringen, dann weißt du auch wahrscheinlich auch, kannst du ihn auf jeden Fall reintun für physisch Vegito Blue. Ansonsten passt das hier an der Stelle, würde ich genauso bauen. Deswegen gibt es hier einen extra Punkt. Haben wir auch 9 von 10 Punkten? Nice, korrekt. Alles klar, weiter im Freestyle-Modus. Lord Tardigi, vielen lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Timoso, moin, hab mir mal den Portal-Team gemacht. Okay, hab als Füller Super Gogeta reingepackt, der 79% im Hidden Potential hat. Denke, der ist besser als in Vegito. Ohne Frage, ja. Schau mal drüber, würde mich freuen. Machen wir auf jeden Fall an der Stelle hier. Okay, nice. Und zwar haben wir hier, wie ja schon gesagt, ein Portal-Team. Und hier haben wir quasi das Beispiel, Gegenbeispiel. Was heißt Gegenbeispiel, sondern, quasi den zweiten Leader-Skin noch involviert. Er hat sich für Super Gogeta entschieden. Wir wissen ganz klar, Super Gogeta ist kein Protara-Charakter, aber er bekommt den Input und Keep Plus drauf 90% auf Super Gogeta. Ist auf jeden Fall solide, kann man mitnehmen. Andersrum bei LR Gogeta, bei den Fusion-Charakteren, könnt ihr Physisch-Charaktere mit reinnehmen, wie zum Beispiel Kefla, Super Vegito oder Blue Vegito. Ja, das sind Fusion-Charaktere, linken sich gut durch Fuse-Fighters etc. und bekommen da auch einen guten Boost. Also so schlecht ist 90% nicht, Double 90%. Anyway, zurück zum Team. Ja, wir haben ja, wie gesagt, alle Charaktere entsprechend im Leaderskill. Yes, 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Level, richtig 8 von 10 Punkten, wie die an der Stelle. Nice, okay. Also, trotz Freestyle-Modus gehen die Teams ja auf jeden Fall ab. Anyway, wir haben die Charakterliste folgendermaßen. Okay, wir haben hier drin ganz klar unseren Leader. Physisch Super Vegito statt AGL. Ja, macht man. Ist auf 59%. Physisch ist individuell besser als AGL. Wenn wir davon ausgehen, dass beide im Standpunkt sind. Aber hier ist ja quasi der Physische noch weiter im Dupe-System. Also, hast richtig gemacht, okay. Okay, du hast die ganze Zeit auch Fusion Zamasu und Rosé, beide hältst du fern in einer eigenen Rotation, perfekt. Dann haben wir hier Super Gogeta, hast du statt Int Vegito, richtige Wahl, Int Vegito ist nicht so doll, lieber Super Gogeta mitnehmen, der macht auch auf jeden Fall mehr Sinn in dem Team. Auch auf jeden Fall hier an der Stelle 5 und dann hast du quasi noch 3 Vegito Blues. Okay, dein Physisch kommt hier jetzt in dem Moment nicht in Frage, da ich nicht Dokken erweckt ist, aber du hast den 100% LR Vegito Blue und Tech Vegito Blue, all diejenigen, die sich fragen, ey, wer ist eigentlich stärker? Um es einfach zu sagen, wären beide auf einem Level, LR Vegito Blue und Tech Vegito Blue, würde Tech Vegito Blue den LR irgendwann outdamagen, weil er sein Potenzial, weil er sein Angriff immer steigt und Verteidigung natürlich auch, aber auch von den reinen Werten her und von seinem, weil er kommt ja auf maximal 150% durch die Passive und da zusätzlich tut er noch seinen Angriff und die Verteidigung erhöhen pro Ulti, deswegen würde ihn outdamagen. Auch mit einem Dupe würde er rankommen, weil die hat er noch keinen Dupe. Da wissen wir, okay, LR Vegito Blue macht mehr Schaden auf 100%. Hast richtig entschieden, aber es wäre nicht auch verkehrt, wenn du quasi Tech Vegito Blue mit reinnimmst, falls du Bock auf ihn hast oder einen Tech-Charakter brauchst. Also hast du in dem Fall auch richtig gemacht. 9 von 10 Punkten hier an der Stelle. Und ihr merkt schon, Freunde, waren das 3x 9 von 10 Punkten? Ich glaube, ja. Manche beschweren sich ja immer, dass ich hier quasi so mal Anfänger-Teams mit reinnehmen soll oder mal gucken soll, Teams für Anfänger, kommt immer mal dran, ja, es hängt aber von den Einsendungen ab und von dem, wie ich sie aussuche, also es ist ja rein zufällig, ich sammle die Einsendungen von denjenigen, von denen ich weiß, okay, die kamen nicht dran, ich versuche immer darauf zu achten, dass immer neuere dran kommen, weil, damit ihr eine Abwechslung haben, weil ich viel Anfragen habe, ja, damit ihr quasi, ja, die mal dran kamen, lange Zeit mal nicht dran kommen werden, deswegen, ja, da aus dem Pod wird halt quasi zufällig ausgepickt und Mehrzahl an den Teams. Freut mich. Mich persönlich freut es, dass ihr da wirklich gut was mitnimmt von den Team-Rating-Videos, von den Team-Builds und so weiter und so fort. Dass ihr da auch jetzt gute Teams bauen könnt. Aber natürlich, natürlich. Anfänger-Teams kommen natürlich auch vor. Ja, so ist nicht. Nur in dem Video hatten jetzt 3x9. Okay, ja, das kann ich euch verstehen. Aber guck mal, wie das war. Nächster Team ist. Und sagen wir das Team von Zero. Hashtag Team Oso, du hast mein Team und möchte gerne wissen, ob es in deinen Erachtens in Ordnung ist. Vielleicht kennst du mich aus deinen Streams. Auf Twitch mit den Bemerkungen Schleichwerbung. Kann gut sein, kann gut sein. Dank dir und deinen tollen Videos bin ich erst auf das Spiel aufmerksam geworden. Perfekt, das freut mich, vor 11 Tagen, nice. Dafür bin ich dir sehr dankbar, kein Thema, kein Thema. Des Weiteren danke ich den Discord-Server, korrekt, da sie mir auch viel geholfen haben. Sehr schön, Jungs. Hilft euch immer gegenseitig mit einem vernünftigen Ton, bitte. Ihr könnt mal Späße machen hier ab und zu da, aber geht sozial miteinander um, ja, dann ist das Leben für uns einfacher. Trotzdem geht mein Riesenlang an Divine. Shoutout an Divine. Discord, ja, da er immer für mich da war. Divine, Shoutout an dich. Vielen lieben Dank, dass du dich um unsere User sorgst. Hast eine verdammt tolle Community. Hashtag OZFighter, Hashtag Team. Osaru, okay, ich hoffe, ich hoffe. Let's go. Wir haben das Team und so, okay. Wir haben jetzt zwar LR Goethe noch nicht. Er ist noch nicht auf dem LR-Shout, ist nämlich Super Saiyan Goku Angel und Super Saiyan Vegeta Angel.
Sein Leader-Skill ist nur für die physischen Charaktere, noch nicht für die physischen Charaktere, weil er nicht im Elder-Status ist. Diesen gibt er aber den physischen Charakteren Kill plus 3 auf HP, dann 80%. Wir haben ja ein volles physisches Team, richtig. Und zwar dann haben wir hier quasi 6 von 10 Punkten. Alle Max Awake, Max Level, ja, 8 von 10 Punkten. Wenn wir aber mal die Charakterliste ansehen. Dorn im Auge wäre für mich Ultimate Gohan. Ultimate Gohan sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Die Karte ist solide, kann man mitnehmen. Aber ist kein Super Saiyan. Andere Charaktere linken sich besser und auf den ersten Blick der Charakterliste fällt mir sofort auf Kefla. Und ich sag mal Super Saiyan 3 Goku geht als Supporter und Vegeta Blue. Aber warum Kefla? Beziehungsweise, ich weiß. Keflas Event ist momentan offline. Heißt, du kannst nicht erwecken. Wann wird ihr Event wieder kommen? Spätestens mit Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Weil der G-Event dazu kam und das Story-Event wieder zurückkam. Und das sollte der Fall sein. Zeitraum September, falls nicht vorgezogen wird. Weil nach dem Dreijährigen kommt noch Thales und dann Vegeta. Also, damit all jene Bescheid wissen. Und Freunde, gerade fällt es mir ein, bevor ich es vergesse. LR Bojack, diejenigen, die LR Bojack gezogen haben, ihr müsst nicht darauf warten, dass sein Story-Event wieder zurückkommt. Nämlich jedes Wochenende könnt ihr seine Medaillen aus dem Hero Extermination Plan auf Stage 10 erfarmen. Merkt euch das, diejenigen, die LR Bojack gezogen haben. Anyway, ich würde mal gerne direkt zum Graphen switchen, nämlich da habe ich mir was gebastelt. Und zwar, die Units da oben sind gesetzt, die bleiben auf jeden Fall, liegen sich sehr, sehr gut. Sind im Stammkader, sage ich mal, LR Gogeta, also der zukünftige Vegito Blue und Super Vegito. In der Mitte habe ich Charaktere, die man noch reinnehmen könnte und ganz unten die Supporter. Wir werden uns gleich gucken, für wen wir uns entscheiden. Nämlich, ich sag mal so, Super Saiyan 2 Gohan bleibt auf jeden Fall. Heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Charaktere. Wir holen uns noch einen Support ans Boot und einen, der wir quasi für Ultimate Gohan ersetzen oder nicht. Ultimate Gohan seht ihr vielleicht schon, er linkt sich nicht so solide. Die anderen Units linken sich besser. Er nimmt keinen Super Saiyan mit. Ja, das macht es schon merkbar. Er linkt sich zwar mit, sag ich mal, gleich vielen Linkskills. Mit Super Vegito sowie auch mit Vegeta Blue, also Vegeta Blue mit Super Vegito und Gohan mit Super Vegito, aber die Linkskills von Vegeta Blue sind besser, weil es prozentuale Linkskills sind, durch Super Saiyan zum Beispiel. Ultimate Gohan gibt den Power Best, oh bei Gott, ist eine Flatboost und Kamehameha. GG, wow. Mit physisch Vegito Blue war das, sorry, nicht der Super Vegito. Seht ihr ja im Graphen. Anyway, und zwar, deswegen will ich eigentlich gegen entscheiden, aus dem simplen Grund, weil ich Super Saiyan hatte. Ist ein prozentualen Boost, macht viel mehr aus als den Konstanten. Heißt, im engeren Raum hätten wir Kefla oder Vegeta Blue. Kefla ist ja Dokkan erweckt. Deine Kefla ist noch nicht Dokkan erweckt. Man könnte sie trotzdem spielen, könnte sie in der Rotation halten mit physisch Vegeta Blue, weil was sie dazu an Links jetzt bekommt nach dem Dokkan Awakening ist Shattering the Limit. Braucht physisch Vegeta Blue nicht. Natürlich ist sie dann stärker, kein Thema. Aber könntest du trotzdem spielen, wenn du auf sie Bock hast. Dann hättest du LF Gogeta mit physisch Vegeta in einer Rotation. Falls nicht, kannst du Vegeta Blue mit reinnehmen, ihn erwecken. Du hast ihn ja, kannst ihn noch erwecken. In einem Fierce Battle mit ist ein Orb Changer, Rash Hands to Stun. Wäre dann quasi auch so eine Rotationscharakter, beziehungsweise müsstest du ja einen ja quasi in der Rotation hatten. Oder du hältst quasi deinen Friend in einer Rotation mit Vegito Blue und deinen eigenen LR Gogeta mit Super Vegito. Deswegen wäre dann Orb Changer nicht verkehrt, wenn du LR Gogeta als Friend mitnimmst, damit er seiner Key kommt, was auch so kommt, aber. Worauf ich hinaus will, ist quasi, ich würde wirklich Kefla oder Vegeta Blue in die engere Wahl setzen. Für wen du dich letztendlich entscheidest, ist dir selbst überlassen. Als Supporter bleibt auf jeden Fall Super Saiyan 2 Gohan. Aber da wir Super Saiyan 2 Gohan als Supporter haben, der ja Shattering the Limit hat, würde ich eigentlich nicht mehr den Goku mitnehmen. Auch wenn er durch die Pässe Ki gibt, brauchen wir aber nicht. Das Team bekommt auf seine Ki, um ehrlich zu sein. Würde ich deshalb Super Saiyan 3 Goku GT dir empfehlen zu erwecken, ihn mitzunehmen, denn er gibt auch Key, einen Attack Boost und er nimmt Fierce Battle mit als Support Charakter. Also jetzt ein Support Charakter mit Shattering Limit und ein mit Fierce Battle und in jeder jeweiligen Rotation, wo was gebraucht wird, wäre dann quasi gedeckt. Genau, und so viel zu deinem Team. Das wäre es quasi dazu, das wäre so quasi die Änderung oder den Vorschlag, den ich dir geben würde. Und ja, ihr merkt schon, das war's zum Team-Rating-Video, meine Freunde. War vielleicht doch nicht so kurz, weiß nicht. Anyway, werden wir dann sehen. Ich hoffe, das hat euch dementsprechend dennoch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.